Hallo! Und ich bin's hier mal wieder. Und wir machen heute bei der Vogelscheuchen-Quest von Jasper weiter. Beim letzten Mal haben wir die ganzen Materialien zusammengesucht und jetzt geht's weiter hier bei Pi. So, die Vogelscheuche ist fertig. Nun wollen wir mal ein herrlich magisch veganes Hexengebräu aufsetzen. Als erstes brauchen wir richtig viel Feuerholz. Das Gebräu muss immer schön köcheln. Es darf bloß nicht kalt werden. Wenn das passiert, müssen wir ganz von vorne anfangen. Feuerholz gibt es genug draußen vor dem Sumpf. Wenn du auf dem Boden zwischen dem Sumpf und dem Eisentor nachsiehst, dann wirst du rasch jede Menge Feuerholz finden. Gut, also wir wissen jetzt, Pi braucht Feuerholz. Und wir sind jetzt einmal abgestürzt. Ja, das Abstürzen ist ja halt so. Dann kommen wir vorne am Sumpf direkt wieder raus. Und brauchen dann erstmal halt noch nicht über die ganzen Brücken wieder zurück. So. 8 Stück brauchen wir insgesamt. Einen haben wir schon mal. Zwei. Drei. Vier, fünf, sechs. Dann gehen wir da einmal an der Seite weiter. Sieben. Und 8. Das ging ja schnell. Hier wieder hoch. So, dann bringen wir jetzt hier das Feuerholz wieder zu Pi. Du hast ja jede Menge Holz gefunden, sehe ich. Das wird für das Hexengebräu und für einen schönen Kessel mit Sumpftee reichen. Gut gemacht, Sabrina. Nun müssen wir nur mehr alle Zutaten finden. Ich habe sowohl ökologische als auch regional produzierte Alternativen statt der Originalzutaten fürs Hexengebräu gefunden. Das wird ganz ausgezeichnet. Also, anstelle von Ziegenschleim, eine klassische Zutat von Hexentränken, werden wir ganz gewöhnliches Sumpfwasser verwenden. Das gibt dem Gebräu zwar nicht diese herrlich giftgrüne Farbe wie Ziegenschleim, aber ist genauso kraftvoll. Ich hoffe, du stimmst mir zu, dass das ein vertretbarer Verzicht ist, Sabrina. Schön zu hören. Nun bist du ja keine Hexe, aber du verstehst vielleicht, dass viele weniger progressiv hexengrün, besser gesagt noch grüner im Gesicht werden würden, wenn sie von solchen neumodischen Sachen hören würden. Hier ist eine Flasche. Befülle sie mit Sumpfwasser beim Steg unter meinem Haus. Okay. Was ist die zweite Aufgabe? Das klappt auch mit Sumpfsellerie. Ich habe lange über das hier nachgedacht. Das ist zwar schwer, aber zum Schluss bin ich auf eine ausreichende Alternative zu Fledermausflügeln gekommen. Sie sind schwer mit pflanzlichen Alternativen zu ersetzen, vor allem wegen dem Geschmack, aber ich habe eine Lösung für das Problem. Es klappt nämlich auch mit Sumpfsellerie. Sumpfsellerie wächst hier überall im Sumpf, ist also nicht schwer zu finden. Komm zurück, wenn du ausreichend davon gefunden hast. Und die letzte, schwarzer Fliegenpilz. Eidechsenbeine, ich sage nur Eidechsenbeine. Diese Zutat war wirklich nicht leicht zu ersetzen, Sabrina. Aber nach 10 Tassen köstlichem Sumpftee ist mir die Erleuchtung gekommen.
schwarzer Fliegenpelz, dass da früher keiner drauf gekommen ist. Obwohl das vielleicht gar nicht mal so komisch ist, ist gar nicht mal so komisch. Hexentränke mit schwarzem Fliegenpelz haben schließlich einen leicht tödlichen Nebeneffekt. Aber wir wollen unseren Trank ja nicht trinken, also ist das kein Problem. Sei aber vorsichtig, wenn du ihn pflückst, Sabrina. Der schwarze Fliegenpilz ist Jorviks gefährlichster Pilz. Aber das ist kein Ding für dich, oder? Gut, Sabrina, sei nur vorsichtig. Die nächste Stelle, wo du schwarzen Fliegenpilz finden kannst, ist oben am kaputten Tor beim Bergwerk des alten Königs. Das ist der Weg gleich rechts, wenn du aus dem Sumpf kommst. Viel Erfolg. So. Wir holen jetzt erst hier einmal das Wasserchen. Da haben wir die erste Aufgabe schon mal fertig. Ach ja. Sind wir einmal runtergefallen, sind wir vorne wieder am Sumpf, weil wir müssen ja vorne rechts aus dem Sumpf raus. Den Weg gleich rechts, der Bergweg des alten Königs, wie sie gesagt hat, um diesen schwarzen Fliegenpilz zu finden. Wie ihr seht, ist der wirklich schwarz. Und wir brauchen auch nur 4 Stück davon. So, jetzt haben wir schon mal Wasser und Fliegenpilz. Jetzt brauchen wir noch den Sellerie. Komisch, also gesprungen ist er nicht. Da haben wir so komisch festgehangen, aber wir haben den Sellerie schon mal. So, die Anforderung für den Sumpfsellerie haben wir auch. Ganze 3 Stück. Und das bringen wir jetzt halt alles schon mal zu Pi wieder. So. Wir geben einmal halt die Flasche voller Wasser ab, den Sumpfsellerie und dann den schwarzen Fliegenpelz. So, womit geht's dann weiter? Da haben wir alle Zutaten. Dann mal ab damit in den Kessel. Nun wirst du sehen, Sabrina. Ein Vorteil der veganen Hexenkunst ist, dass Brauen von Hexentränken wesentlich schneller vorangeht. Tada! Siehst du, schon fertig. Und ab in den Hexentrank mit der Vorgescheuche. Gut so, und nun warten wir etwas. Tam, da, da, tam. Tolles Wetter haben wir heute, oder? Hast du übrigens die letzte Folge von Jorvik sucht den Superstar gesehen? Nein. Und wo geht's
heuer in den Urlaub hin? Tülü, tülü, so fertig. Siehst du, Sabrina, die Vogelscheuche fängt an, sich zu bewegen. So, jetzt lassen wir den Hexentrank hier arbeiten. So, diese Vogelscheuche heißt Krax, die hier rausgekommen ist. Sieht halt ziemlich lustig aus. Sie hat nämlich auch grüne Augen. Haha, was für eine tolle Vogelscheuche das geworden ist. Makellos, diese vegane Hexenkunst, ich muss schon sagen. Hier hast du die neue Vogelscheuche, Sabrina. Ich habe sie Krax getauft. Ich finde, der Name passt irgendwie. Du musst sie nur zu Jasper führen und sie wird gleich mit der Arbeit beginnen, sobald sie dort ist. Richte Jasper aus, dass er sich gut um Krax kümmern soll. Und sag ihm, dass er gerne mal auf ein herrliches Tässchen Sumpftee vorbeischauen kann. Mach's gut, Sabrina. So, wir sollen jetzt die Vogelscheuche halt zu Jasper bringen. Okay. Die Vogelscheuche ist ganz schön schnell. Okay, jetzt bin ich ins Wasser gefallen, weil Ghost nicht gejumpt ist. Und Krax fliegt hier weiter herum. Sieht auf jeden Fall sehr lustig aus hier. Also Krax, du bist ganz schön schnell hier unterwegs, muss man mal sagen, ne? So, also wir haben Krax hier jetzt zu Jasper gebracht und wie man sieht, ist Krax halt hier auf dem Feld unterwegs. Hallo Sabrina, was willst du denn? Oh, was für eine großartige Vogelscheuche. Sie bewegt sich ja richtig. Jetzt sieht man sie auf jeden Fall nicht mehr. Ja, du Sabrina, das ist mal keine schlechte Vogelscheuche. Krax heißt sie, sagst du? Krax, ein guter Name für eine Vogelscheuche. Hast du gesehen? Sie ist sehr motiviert aus. Gleich los aufs Kürbisfeld und die Vögel verscheucht. Ist mir sympathisch, diese Scheuche. Los auf sie, Krax. Sorge dafür, dass Krax zum Kürbisfeld kommt, sprich dann nochmal mit Jasper. So. Da vorne ist nochmal der Krax. So, Krax und ich werden uns sehr gut verstehen. Vielen Dank, Sabrina. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Hier, ich habe ein kleines Geschenk für dich, als Dank für deine Hilfe. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, du weißt es zu schätzen. Wir sehen uns wohl ein anderes Mal. Ich muss los und schauen, wie Krax ihre Arbeit macht. Komm schon, Krax, verjage diese gefiederten Diebe. Gut so, Krax.
So. Man sieht hier halt, da ist Krax. Und wir haben jetzt hier ein Jasper-altes Hemd bekommen. Es ist halt hier so kariert, wie das, was Jasper halt trägt. Ja, dass man halt so Partnerlook hat. Das ist Jumpy geeignet. So, das war hier die Vogelscheuchen-Quest. Und Krax ist hier fleißig jetzt auf dem Feld hier unterwegs. Und helft dem Jasper. So, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann.